Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Wie geht es dir? Ich bin verärgert. Wäre gut ge... Ich erinnere... Aber damals... So ist es eben. Aber Meister... Die Hauptsache ist... Das hoffe ich. Können wir aufbrechen, Heinrich? Hier, Heinrich. Ja, kann's kaum erwarten. Nun denn, aufsitzen! Der Herr von Bergo wird sich sicher freuen. Ich gewöhne mich schon dran. Hat er. Ich denke, jetzt wird alles gut. Selbst ein ehemaliger Schmied kann ganz schön austeilen, junger Herr. Was hältst du von Markgraf Jobst und seinem Plan? Nun, ich gebe zu, ich bin schlechter als ein Friedensstand. Dieses Monster, der Teufel, schenkt dir ein Herz. Und auf der einen Seite Schurken und auf der anderen Helden. Ich dachte, du bist rein des Königs und alles wird wieder gut. Aber nun sieht alles viel komplizierter aus. Richtig. Ich hatte nicht erwartet, dass Adlige immer Engel sind. Aber solche Abgründe ebenso wenig. Sie verhalten sich wie Kinder. Das frage ich mich, ehrlich gesagt, auch. Wusstest du eigentlich, dass König Wenzel ein so... Ich auch. Andererseits waren die Zeiten unter ihm besser als nun, da er fort ist.
Gott schütze dich, Heinrich. Wie sieht's aus, Heinrich? Können wir los? Bist du bereit? Ich habe da noch einige Fragen. Was hältst du von Sigismund? Ich hätte schon viel früher die Nase voll von seinem Bruder gehabt. Aber er ist ein Monster. Sieh dir nur an, was seine Horden anrichten, was sie mit Skarlitz gemacht haben. Das ist wahr. Andererseits wäre nichts davon passiert, wenn Wenzel und Prokop ihn nicht hintergangen hätten. Er musste Skarlitz nicht gleich abbrennen. Ja, aber er konnte die Verräter nicht einfach gewähren lassen. Und dennoch, ich verurteile seine Taten. Er ist ein Wiesel. Oh ja, das ist er. Weißt du etwas über Prokop? Herr Hanusch könnte dir da einiges erzählen. Wieso? Letzten Winter versuchte ein gewisser Ritter, Herr Johann Sokol von Lamberg, die Stadt Iglau zu besetzen, die unter der Befehlsgewalt keines Geringeren als Prokop stand. Und was hat das mit Hanusch zu tun? Naja, er war damals dabei. Natürlich würde er das Jobst gegenüber nicht erwähnen. Und was wollten sie erreichen? Sie wollten eine Stadt besetzen, die auf Seiten der Herrenvereinigung steht. Aber obwohl sie mit mehreren hundert Mann anrückten, gelang es nicht. Sie kamen nicht an den Igloer Frauen mit ihren Mistgabeln und ihrem kochenden Wasser vorbei. Wer hätte gedacht, dass Hanusch so ein Rebell ist? Und hast du schon einmal von Ruprecht von der Pfalz gehört? Ja, er schafft es nicht einmal, einem König die Macht abzunehmen, der sie gar nicht haben will und nicht verteidigt. Kein Mann, der das Zeug zum Regieren hat, wenn du mich fragst. Mehr muss man nicht wissen. Und dieser Bergo, zu dem wir reiten, weißt du irgendetwas über ihn? Ich habe kaum Gutes über ihn gehört, aber manche Adligen bewundern ihn offenbar dennoch. Seine Burg soll sehr beeindruckend sein. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Was genau ist diese Herrenvereinigung? Ein wohlhabender und aufgeblasener Haufen. Der König mag sie wohl nicht besonders. Er umgab sich lieber mit Adligen niederen Ranges, zum Beispiel mit deinem Vater. Ich kann ihn verstehen, weißt du? Aber die Adligen waren wenig erfreut über ihren schwindenden Einfluss. Also handelten sie. Wäre ich Wenzel, hätte ich sie nach der ersten Entführung hängen lassen. Aber stattdessen gab er ihnen Macht im Provinzialrat. Kein Wunder, dass sie es wieder versucht haben. Aber sicher doch. Endlich komme ich mal raus und sehe mehr vom Land. Recht so.